Krieg! Bereit? Heidi ho! Der Poppescheitel hier! Und heute mit einem... Na, ne, geschieht. Heute mit einem Geburtstagsspecial. Und zwar hat mein Kumpel Vagyn heute Geburtstag. Und für ihn... Ich habe ihn natürlich vorher gefragt, welchen Charakter er gerne hätte. Für ihn nehme ich jetzt hier dieses Special auf. Ah, die Brücke ist zerstört, aber da komme ich doch rüber. Ja, flieg rund. Ah, schick mit ihrem Teleporter. Na, warte, dich kriege ich auch noch klein. Ja, und damit hätten wir Sheik schon mal besiegt. Stage 1 ist somit gemeistert. Wie gesagt, das hier ist jetzt ein kleines Special zum Geburtstag für meinen Kumpel Vagu, den ich auf jeden Fall unten noch verlinken werde. Gegen Diddy Kong und Donkey Kong. Er selber weiß halt nicht so genau, was ich vorhabe. Bereit? Oh, das ist eine gemeine Stage. Na, Donkey Kong, bleib doch unten. Oder flieg raus. Yeha! In einer epischen Schlusspose, wo man mich überhaupt nicht erkennen kann, bleibe ich natürlich stehen und Stage 2 ist somit auch gemeistert. Und jetzt kämpfe ich mit Shiggy gegen Riesen Lucario in der Stage Nummer 3. Wir sind sogar im Pokémon-Feld. Ich glaube, ich hätte die Items mal ausstellen sollen, aber jetzt spiele ich auch mit. Na komm, Lucario. Du willst es doch auch. Du willst doch rausfliegen, das sehe ich dir doch an. Shiggy ist mir natürlich eine gute Hilfe. Lucario macht es uns nicht allzu leicht. Aber da haben wir ihn rausgesmashed. Und man sieht schon wieder nichts vor lauter Rauch. Aber Stage 3 ist somit auch gemeistert. Jetzt kämpfe ich mit Ike gegen Ness und Lukas. In der Stage Nummer 4. Erstmal gucken, wo bin ich überhaupt? Wo sind die Gegner? Und einmal schön zusammenkommen. Die Brücke könnte ich jetzt natürlich... vor allem Brücke. Es ist eine Tür, aber man sieht es gerade schlecht. Oh, dieses Monster sollte man besser meiden. Danke, Ike. Nein, das war nicht... Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Die beiden sind schöne Hüpfer mit ihren Psycho-Attacken. Aber Link ist ja auch nicht ganz ohne. Jeder, der The Legend of Zelda kennt, weiß, dass wenn man glaubt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Link her. Nein, 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 nein. Das war das erste Leben. Ich würde auch gerne mal rausholen, aber ich stehe hier eindeutig falsch. Ich muss mal mehr hier oben oder so kämpfen. Jetzt... Nein, du sollst mich nicht packen, aber es ist mir... Ah! Falsche Attacke. Bam! Und
dich auch schön rausgesmasht. Wihi! Navi! Fliegt schön mich herum. Ja, damit ist Stage 4 auch endlich gemeistert. Sie hat natürlich ein bisschen länger gedauert, aber das kann ja immer mal vorkommen. Und er Scheibensmash. Ja, da war was. Ah, nein! Blöde Dekunos, jetzt bin ich betäubt. Aber zeitmäßig kann man das Ganze eigentlich noch schaffen. Jetzt müsste ich auch wirklich nur noch rüberkommen. Hier hoch. Hier hoch. Ja. Und ein letzter. Wie? Ein wenig aufpassen, dass ich die Bombe nicht aktiviere. Und die letzte Scheibe. Jetzt sieht man Link auch endlich mal. Ja, das Bonus-Level Scheibensmash ist geschafft. Und wir gehen weiter zu Stage 5, in dem wir auf König DDD treffen. Plattform. Bam. Schön erstmal hier mit ein paar. Oh, der Fächer ist auch sehr interessant. Nein, 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 nein. Mein lieber Fetti. Yeah. Das ging natürlich sehr schnell mal wieder. Stage 5 ist somit auch gemeistert. Mal gucken, wer wartet jetzt in der nächsten Stage auf uns? Und es ist Team Samus. Und zwar insgesamt 10 Stück müssen wir. Na komm, da ist die erste Samus. Die zweite. Die dritte. Nein! Und da geht mein zweites Leben. Tja, das war... Also, wie ihr seht, ich habe sie rausgesmasht. Und zwar vor mir. Und steht da jetzt nicht Ende. Aber wir sind ziemlich geflogen. Ja, Stage 6 geht diesmal gegen Falco. Bereit? Los! Dieser Kampf wird natürlich... Na, nicht so einfach werden wie der gerade mit Samus. Da. Na, und da trifft mich meine eigene Bombe und ich bin gepflanzt. Das nehme ich dir aber ein wenig übel. Mein lieber Falco. Aber da bist du auch schon schön rausgeflogen. Stage 7 ist gemeistert. Wir sammeln immer weiter Punkte. Wobei mir das gerade egal ist. Und Metal Peach. Ja, liebe Peach, Peach, Peach. Lauf doch nicht weg, liebe Peach, Peach, Peach. Ich bin doch nur ein Held, ich möchte dir doch sicherlich helfen. Haha.
Das Blöde an Metall ist natürlich, sie ist schön schwerfällig. Aber ich hab's doch geschafft, sie rauszukicken. Nur leider stand ich selber so nah am Rand, dass man jetzt nicht mehr ranzoomen kann. Aber Stage 8 ist somit auch gemeistert. Gegen Riesen Mr. Game, Riesen Mr. Game and Watch in Stage Nummer 9. Hui. Oh, da muss ich jetzt sogar ein bisschen aufpassen. Nein, ich möchte deine Kreditkarte nicht. Und da hat er mich auch schon rausgesmashed. Oh, schön ein Bumper. Yeah, der Bumper hat's gebracht. Mr. Riesen Mr. Game & Watch wurde aus der Arena geflogen. Gesmashed, könnte man schon fast sagen. Und was wartet? In Stage 10 wartet Team Snake auf uns. Bereit? Diesmal sind es auch wieder 10 Snakes. Ich bin am Überlegen, ich glaube, ich kämpfe am besten hier oben. Und da kommt der Erste. Der Zweite. Der Dritte. Na? Oh. Ha, genau. Ganz spezial. Ui, da zwei auf einmal. Die ganzen Spezialwaffen von Snake. Muss ein bisschen aufpassen. Hui. Böse, ganz böse Lenkrakete. Und da habe ich auch einen Riesenpilz bekommen. Nein. Wunderschön, ein Smashball. Mal gucken, ob ich den bekomme. Ich habe ihn natürlich nicht bekommen. Na! Ich dachte, ich könnte der Attacke ausweichen. Ich habe es aber nicht geschafft. Irgendwie, irgendwo. Na komm, Snake hinein. So, Stage 10 ist somit auch beendet. Aber leider habe ich noch ein Leben verloren. Naja, aber noch bin ich nicht geschlagen. Und wir kommen zum zweiten Scheiben-Smash. Und das war ziemlich schlecht. An diese Stage kann ich mich eigentlich gerade gar nicht mehr erinnern. Obwohl, wenn es... wenn es so ist, wie ich denke... Bam, dann sollte ich da... Nein, ich will jetzt hier noch nicht runterfallen. Und das war der erste Fehlschlag in dieser Scheiben-Smash-Welt. Aber was ist schon ein Scheiben-Smash? Natürlich, wenn Wagyu jetzt sagen würde, ich sollte es nochmal machen, würde ich mich nochmal dran wagen, aber nur für dich, Wagyu, ist hier diese Aufgabe. Und wir haben es gesehen, wir kämpfen gegen Pikachu, gegen Ganondorf und gegen Toon Link. Wollen wir uns mal behaupten? Gardevoir. Was?
schön. Pokéball, was ist hier drin? Ein Flemmli, ein Flemmli, ein Flemmli, Lemmli, Lemmli. Was haben wir hier schon zur Auswahl? War das jetzt eine Mine? Oh, Gendorf, du bist mir sowieso ein Dorn im Auge. Oh, danke, Pikachu. Nein. Nein. Nicht ganz. Und sehr schön eingefangen mit der Macht des Triforce setze ich den finalen Schlag an. Jetzt haben wir auch schon seine Super Smash Attacke gesehen. Stage 11 ist somit beendet und wir gehen weiter. Was wartet auf uns? Ein Ladevorgang. Das dürfte doch eigentlich jetzt nur noch eins bedeuten. Wir kämpfen gegen die Meisterhahn. Meine Güte. Irgendwie stelle ich mich hier gerade ein bisschen... Nein! Das konnte ich auch schon besser. Das weiß ich. Ach, dreimal, du Sau, du. Deine Strahlen interessieren mich auch nicht so wirklich. Ich will dir gerade nur Schaden. Mit böse, böse Meisterhand. Ich krieg dich noch. Du willst doch nur mit mir spielen. Nein, du zerquetscht mich nicht. Du fickst mich auch nicht von der Plattform. Ich werde dir zeigen, Meisterhand. Mit mir kannst du es nicht aufnehmen. Und schön, wie ich da noch dran gekommen bin. Und der finale Schlag extra für dich war gut. Ich hab die Meisterhand besiegt. Mit meinem Master Sword. Dieser Kampf für dich war gut. Nur für dich, das ist dein Special von mir zu deinem Geburtstag. Ich bin der Mr. Papa Scheitel. Hier fällt noch die Link-Figur runter auf den Tisch mit den ganzen anderen Figuren, die es hier zu spielen gibt. Und der Abspann mit den ganzen... Ich könnte jetzt hier schön draufschießen. Auch im Dorffeuer mit Kirby, Captain Falcon, Peach, aber nee. Ich kann immer noch weiterschießen, das ist schön, hahaha. Aber ich bin damit erstmal am Ende. Ich habe alle 12 Kämpfe überstanden. Und das habe ich jetzt auch extra nur für dich aufgenommen, Wagyu. Das ist dein Special zu deinem Geburtstag von mir, dem Papa Scheitel. Bis dahin, NDT. Na dann, tschüss.